Hallo zusammen, ich bin der Janik Schwendener und heute sind wir bei mir daheim hier im wunderschönen Schöneberg an der Tour. Wir haben ein Fitnessprogramm vorbereitet für euch. Macht doch alle mit. Ich habe ein Programm für euch vorbereitet, das wirklich jede und jeder daheim nachmachen kann. Ihr braucht überhaupt keine Hilfsmittel dazu, außer vielleicht eine Matte am Boden. Insgesamt sind es 9 Übungen. Wir fangen hier mit 3 Übungen fürs Warm-up, wo wir jede Übung nur einmal machen werden. Dann gibt es einen kurzen Block, wieder an 3 Übungen, wo ein bisschen beilastiger wird sein. Und diesen Block wiederholen wir direkt. Dann gibt es eine 2-Minuten Pause, wo wir etwas fürs Hirn machen. Und dann gibt es nochmal einen Block an 3 Übungen, wo wir zweimal durchmachen, wo ein bisschen für den Oberkörper wird sein. Wir starten jetzt mit der ersten Warm-up-Übung und für die liegen wir auf der Rücken. Fußspitzen geradeaus, Füße etwa Schultern breit, Fersen möglichst nah am Gesäß. Die Arme könnt ihr neben dem Körper platzieren. Jetzt spannt ihr aktiv den Bauch anspannen, das Gesäß anspannen und ihr drückt den ganzen Fuß in den Boden. 20 Wiederholungen. Die Übung, die wir machen. Wir bleiben gerade auf dem Boden liegen, drehen uns auf die Seite ab. Beine gestreckt aufeinander. Wichtig ist jetzt, dass das Becken gegen vorne kippt. Der linke Fuß, respektive die linke Fußspitze, schaut gegen oben. Ihr könnt euch vorstellen, dass euch jemand eigentlich mit einem Fädel an den Fersen aufzieht. Gesäß anspannen, gerade auf 15 Wiederholungen. Selbstverständlich das Gleiche von der anderen Seite. Wieder schauen, dass ihr das Becken schön nach vorne nehmt, Fußspitzen gegen oben zeigen, Gesäß anspannen, 15 Wiederholungen. Jetzt kommen wir schon zu der letzten und dritten Warm-up-Übung. Für die gehen wir auf alle vier. Wir starten in der Liegestützposition. Hände schön offen. Dann Gesäß anspannen. Gesäß lösen. Wir gehen mit dem Kopf durch die Arme, Fersen aktiv am Boden. Dann nehmen wir das rechte Bein vor, neben die rechte Hand. Jetzt strecken wir das linke Bein. Das rechte Knie aktiv gegen raus. Das Gesäß tun wir anspannen. Wir probieren mit dem Ellbogen den Boden zu berühren.
und öffnet dann über das aufgestellte Knie, so weit wie es geht. Hände wieder zurück, Fuß zurück und wir fangen wieder an. Jetzt linke Bein führen, gleiche Ablauf wieder, rechts Bein strecken, links Knie raus, Gesäß anspannen, Ellbogen probieren, den Boden zu berühren und zu öffnen. Bis wir 3 Mal pro Seite gemacht haben. Das wäre es jetzt eigentlich schon mit dem Warm-up. Jetzt gehen wir weiter mit dem ersten Satz, der für die Beine zuständig ist. Ich mache bei meinen Übungen verschiedene Sets. Einerseits, weil ich es ganz früher, damals, als ich angefangen habe, Hockey zu spielen habe, im Sommertraining, habe ich das so gelernt, dass Oberkörper und Beine eigentlich wie ein bisschen getrennt waren. Mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr so und man macht eigentlich alles ein bisschen zusammen. Der ganze Körper wird eigentlich für eine ganze Session trainiert. Aber es ist gleich noch so ein bisschen in mir drin, dass ich einfach gerne 2-3 Übungen, die etwas beinlastiger sind, gerade nacheinander mache. Und nachher das Gleiche eigentlich für den Oberkörper und natürlich einfach den Rumpf immer ein bisschen für alles dazu. Schlussendlich ist es wie ein bisschen Trend im Programm bei mir, aber du hast eigentlich gleich alles gemacht am Tag sonst. So, wir starten mit dem ersten Satz an 3 Übungen. Die erste Übung, die wir machen, wir sind auf allen 4 unten. Und wichtig ist, dass wir diagonal den Arm strecken und diagonal das Bein strecken. Wichtig ist, die Fingerspitze richtig gegen vorne zu ziehen und das Bein, die Ferse richtig gegen hinten. Die Hände startet unter der Schulter, schulterbreit. Die Schulter ist gesetzt, das heisst, wir drehen den Bizeps gegen vorne. Dann Knie unter der Hüfte, Füße aufgestellt und jetzt Bauchgesäß anspannen und wir gehen diagonal weit gegen vorne ziehen und fest gegen hinten drücken. Kurz heben, zurück, abstellen, andere Seite. Das Ganze machen wir 6 Mal pro Seite. Für die nächste Übung stehen wir auf. Und zwar stehen wir schulterbreit, Fußspitze gerade, Knie schon aktiv gegen außen drücken. Schultern setzen wir jetzt auf, hinten aber zurück setzen. Die bleiben auch hier unten. Die Arme werden gestreckt, die Daumen gegen oben. Wir starten mit einem Squat. Dann gehen wir etwas auf links verlagern, gehen mit dem rechten Bein hinten. Das Knie schaut über den kleinen Zehen. Gehen vorne, bleiben tief. Andere Seite, wieder führen, das ist 1. Von denen machen wir 12.
Und wir machen gleich weiter mit der dritten Übung. Wir sind im Ausfallschritt. Das Knie wieder über den kleinen Zehen. Nehmen diagonal den Arm auf. Den anderen gegen hinten. Bauch anspannen. Wir wippen einmal und wechseln. Da 6 Mal pro Seite. Beim Heimtraining lege ich am meisten Fokus darauf, dass es möglichst wenig streng ist schlussendlich. Nein, Spass, manchmal muss es auch streng sein, wenn du keine anderen Möglichkeiten natürlich hast. Aber ich persönlich mache für mich viel Beweglichkeit, Hüftmobilität, Ganzkörpermobilität für mich daheim. Das lässt sich gut verbinden mit Fernsehschauen. Und sonst finde ich, kann man daheim auch wirklich genau auf Details eingehen, wie zum Beispiel ein Rumpftraining. Eine ganz normale Plank oder so, wo man einfach mal die verschiedenen Joints richtig schaut. Achte jetzt darauf. Tue ich das Gesäß anspannen? Habe ich den Bauch angespannt? Ist der Ellbogen unter der Schulter? Bin ich ein bisschen zu weit vorne, ein bisschen zu weit hinten? Ich glaube, daheim kann man eigentlich gut an den Details vor allem auch arbeiten. Ich sage, es ist sowohl Krafttraining als auch Cardio, Rumpf, Koordination, Beweglichkeit, Mobilität, etwas fürs Hirn, für die Hirnstränge, dass das miteinander funktioniert. Das ist alles zusammen wichtig. Schlussendlich finde ich einfach, es muss für dich persönlich stimmen. Klar musst du etwa die auch mal den inneren Schweinhund, wie man immer so auf gut Deutsch sagt, bekämpfen und Sachen machen, die dir vielleicht nicht so liegen. Aber schlussendlich ist es gleich wichtig, dass du einfach die Sachen machst, die dir gefallen, die dir auch Spass machen. Und wenn du Spass hast, dann hast du auch den grössten Nutzen schlussendlich daraus. So, der erste Block ist geschafft. Ich hoffe, ihr habt mindestens so fest geschwitzt, wie ich das habe. Jetzt haben wir 2 Minuten Pause, aber anstatt einfach nur eine Pause zu machen, habe ich einen Filler mir überlegt, um das Hirn, dass das aktiv weiterschafft. Wir haben jetzt 2 Minuten Zeit und machen jetzt Folgendes. Mit der linken Hand, mit dem linken Zeigefinger, zeichnet ihr ein Rechteck oder ein Viereck, Entschuldigung, mit der rechten Hand gleichzeitig ein Dreieck. Und das natürlich möglichst dynamisch. Los geht's.
Wenn das schon gut gegangen ist, wechseln. Mit der rechten Hand das Viereck zeichnen, mit der linken Hand das Dreieck. Und weiter geht's. So, wir kommen noch zum zweiten Block im heutigen Fitnesstraining mit dem Schwendi. Und für das liegen wir bei der ersten Übung auf der Rücken. Jetzt ist wichtig, Schultern breit, Fußspitzen gegen oben. Wir schauen, dass die Knie nicht über dem Becken respektive Hüfte ist, sondern eher etwas weiter vorne. Die bleiben da. Die Arme gehen gegen oben, Fingerspitzen zeigen die Decke. Jetzt ist wichtig, dass man den unteren Rücken, respektive den ganzen Rücken, fest am Boden drückt. Dann haben wir automatisch schon den Bauch angespannt. Jetzt gehen wir diagonal runter mit der rechten Hand und dem linken Bein. Und zwar so, dass der Winkel im Knie sich nicht verändert. Ganz leicht den Boden berühren und wieder zurück. 8 Mal pro Seite. Zu der zweiten Übung gehen wir in die Liegestützposition. Wir gehen ein bisschen breiter mit den Füßen, Hände wieder etwas schulterbreit, Schultern versorgen sozusagen, Bizeps schaut gegen vorne. Jetzt berühren wir einmal die Schultern rechts, berühren, ohne dass wir mit der Hüfte abkippen, dagegen drücken. Schultern links berühren, wir drehen uns ab, Arm gegen oben, Hüfte einmal aufdrücken. Gehen wieder zurück in die Mitte, andere Seite, Hüfte aufdrücken und wieder zurück. 6 Wiederholungen. Und die letzte Übung. Wir starten in der Plank-Position. Wichtig ist, dass hier die Unterarme auf dem Boden sind. Die Handfläche schaut gegen die Decke. Der Ellbogen ist etwa unter den Schultern. Wir stoßen uns mit den Fersen gegen hinten. Der Bauchgesäß ist immer angespannt. Und nachher stoßen wir uns mit rechts, mit links in die Liegestützposition. Machen einen Push-Up und gehen wieder runter. Von dem machen wir nachher 6 Wiederholungen.
Was ich jetzt so neben so einem Heimtraining jetzt mache über die Corona-Zeit, ist es für mich sehr wichtig, dass ich mental frisch bleibe. Das heisst, lang schlafen, Fernsehen schauen, Scheissdreck zusammenfressen. Auch ein bisschen natürlich. Wie schon vorher gesagt, wichtig ist, macht etwas, was euch Spass macht. Probiert gleich an der frischen Luft, irgendwo im Wald, vielleicht nur schon laufen, irgendein Wandertürchen oder ein kleines Jogging zu machen. Der Ausgleich, dass man nicht immer nur daheim sitzt. Sicher ein bisschen daheim auf Details schauen. Man kann Sachen neu ausprobieren. Es gibt so viele Fitnessvideos auf YouTube und Instagram und es ist richtig am Boom jetzt gerade in dieser Zeit. Schaut dort Sachen an, die euch vielleicht interessieren, aber geht auch noch ein bisschen raus. Schaut, dass ihr noch ein bisschen Abwechslung einfach habt. Im Bereich Athletik hat sich das ganze Training schon im Hockey also ziemlich verändert. Eben, also es ist nicht mehr einfach nur noch strukturiert. Heute machen wir nur noch Oberkörper, Schultern, Bizeps, Brust und brennen das irgendwie 10x10 Wiederholungen aus und möglichst mit so einem Gewicht, wo man die letzten zwei Wiederholungen nicht mehr schafft. Nein, es ist viel dynamischer geworden. Es fängt schon beim Warm-up an. Ganz wichtig, Beweglichkeit, die Mobilität, gleichzeitig die Kraftentwicklung, die schon stattfindet beim Stretching. So einen aktiven Warm-up, das ist eigentlich auch schon wie ein Training. Früher ist man schnell raus, hat ein Ründchen gejögelt und ist eigentlich warm gewesen oder man hat es gemeint. Aber heute ist da schon viel mehr dahinter und dann geht es einfach ganz Körper eigentlich über das ganze Training hinweg. So, das war es. Das
das Fitnessprogramm mit dem Schwendi. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spass gemacht. Ich hoffe, ihr habt mindestens so fest geschwitzt wie ich. Was ich jetzt mache, natürlich duschen. Ich stinke, voll geschwitzt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt jetzt dehnen, dehnt noch. Schaut dazu ein bisschen Fernsehen, gemütlich, kommt ein bisschen runter, hört ruhige Musik. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt nicht dehnen, müsst ihr auch überhaupt nicht dehnen. Hört auf euren Körper. Wenn ihr hungrig seid, sind ihr hungrig, esst etwas. Wenn ihr nicht essen wollt, esst nichts. Macht es so, wie es für euch stimmt.